Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Colonel. Danke, Sir. Die Befreiung der Biochemikerin war ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der konföderierten Pläne. Aber es stehen noch mehr Aufgaben an. Wie vorauszusehen war, hat die Union der Grenzwelten den Beschluss der Konföderierten ignoriert. Im Moment nähern wir uns einem ihrer illegalen Konvois. Es sind Militärraumschiffe, die sich ohne eine konföderierten Eskorte im Territorium der Konföderation aufhalten. Sie haben den Umkehrbefehl ignoriert und auf die konföderierten Streitkräfte geschossen. Sie sind eine große Bedrohung. Ihre Anwesenheit darf nicht länger toleriert werden. Wir lassen Ihnen noch eine Warnung zukommen. Wenn Sie dann immer noch nicht kooperieren, ist es Ihre Aufgabe, das Interdikt durchzusetzen mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben. Wegtreten. Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderiertenedikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderiertengebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Habt ihr Jungs euer Testament gemacht? Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Eine lebende Legende, Colonel. Steige jetzt aus, Colonel. Ich werde euch retten. Ohne weitere Verzögerungen das Megasystem. Mission abgeschlossen.
gültige Landeerlaubnis. Captain Paulson ist mit Ihrer Leistung zufrieden, Colonel. Meine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Colonel Blair, bitte zur Einsatzbesprechung. Nachricht vom Hauptquartier. Nachricht erhalten. Colonel, wenn Situationen von jemandem als ungewiss beschrieben werden, verheißt das meist nichts Gutes. Nicht erkennen zu können, was dahinter steckt, ist in der Tat irritierend. Wie auch immer. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Urteilskraft. Ich kann Sie nur bitten, Ihre Augen und Ohren offen zu halten. Wer weiß, was auf uns zukommt. Noch was. Was Ihre Anfrage zu Captain Paulson betrifft, Versetzungen gehören eigentlich nicht zu meinem Aufgabenbereich, aber ich habe mir natürlich gleich seine Personalakte geholt. Er ist nur ein unwichtiger, professioneller Bürokrat. Ich würde ihm nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Er verrichtet seine Arbeit wie andere auch. Sie sollten Ihre Aufmerksamkeit lieber auf Wichtigeres lenken. Auf die Grenzwelten. Viel Glück. Antwort aufzeichnen? Nein, danke. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, was gibt's denn? Der Angriff auf diesen Konvoi. Fangen so Kriege an? Ein Vergleich ist die beste Antwort. Kriege sind wie Bomben. Die Zündschnur brennt, bevor sie den eigentlichen Knall hören. Manchmal ist die Zündschnur ziemlich lang. Wussten Sie, dass ich ein Grenzfeldler bin? Nein. Ich dachte, Ihr Geburtsort wäre die Erde. Ich wurde dort erzogen. Meine Eltern waren Grenzwäldler der dritten Generation. Sir, ich habe damit Probleme, ob diese Missionen gerechtfertigt sind. Was bildet er sich ein? Der Junge hat recht. Ja. Im Dunkeln zu tappen kann ich auch nicht ausstehen. Es ist schwer, eine Entscheidung zu fällen, wenn man nichts in der Hand hat. Captain Paulson ist auch keine Hilfe. Vielleicht verheimlicht mir Eisen etwas. Ja, ich werde ihn jetzt gleich aufsuchen. Ich verschwinde bald und möchte nicht, dass daraus ein großes Ereignis gemacht wird, Colonel. Ja, Sir. In letzter Zeit haben einige Männer Zweifel an den Missionen, die sie für die Konföderation fliegen. Oh. Während des Krieges gegen die Kirathi war alles viel einfacher. Die Loyalität zur Konföderation war nicht schwer zu wahren. Ich weiß auch warum. Es gab keine Alternative. Jetzt, da der Krieg vorbei ist, kommen einem schnell Zweifel. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen meine eigene Rasse antreten muss. Die Menschheit wird immer Machtkämpfe austragen, Colonel. Das Regime der Konföderierten ist bestimmt nicht perfekt, aber denken Sie immer daran, dass Sie die treibenden Kräfte für unseren Sieg waren. Die Konföderation hat die Menschheit vereinigt, wie es noch keine Institution zuvor getan hat. Und das ist unser wichtigstes Ziel. Ja. Die Frage ist nur, wie erreicht man dieses Ziel am besten? Also dann. Colonel, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein langes und glückliches Leben. Es war mir eine Ehre.
und eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, Sir. Hallo, Maniac. Was? Du mich auch, Kumpel? Einige Typen hier, die sind nicht gerade sehr freundlich. Ach, was soll's. Wie lief's mit der Biokonvergenzchemikerin? War sie freundlicher oder war's mir ein Eigentor? Wie soll ich sagen? Achtung! Das Personal unter Sicherheitsstufe 5 muss sofort das Flugdeck verlassen. Bis auf Weiteres ist das Flugdeck nur mit Genehmigung zu betreten. Tja, wenn das so weitergeht, ist ein Passierschein fürs Klo nötig. Wer kommt denn da an Bord? Keine Ahnung. Naja, ich bin hier unerwünscht. Ich ziehe am besten Leine. Über diese Enttäuschung kann mir nur ein Schluck in der Bar hinweghelfen. Kommen Sie mit? Ich habe keine Lust, im Knast zu landen. Ich muss nachsehen, was hier vorgeht. Ich werde hierbleiben. Paulsen sieht nicht so aus, als wäre mit ihm zu spaßen. Ich werde sie im Knast besuchen. Wer weiß, vielleicht handelt es sich ja um eine neue Biochemikerin, die gerade an Bord eintrifft. Na dann, viel Spaß. Damit haben wir nicht gerechnet. Es hat sich nicht so entwickelt, wie wir erwartet hatten, Captain. Colonel Blair, bitte sofort zur Einsatzbesprechung. Dies ist ein Not... Meine Herren, wir sind in einer kritischen Situation. Captain Eisen hat ein Shuttle gestohlen und die Lexington verlassen. Und was waren seine Gründe? Wir vermuten, dass er bereits seit längerem dem Geheimdienst der Grenzwelten interne Informationen zukommen ließ. Deshalb wurde er auch seines Kommandos enthoben. Wir hatten gehofft, dass wir ihn ohne großes Aufsehen festnehmen und aus dem Verkehr ziehen können. Er muss gewusst haben, dass wir ihn entlarvt hatten. Fliegt Captain Eisen persönlich das Shuttle? Nein, tut er nicht. Der Captain ist in Begleitung. Anscheinend hat er Unterstützung von Major Todd Marshall. Maniac? Es tut mir leid. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Schließlich waren Sie ja alte Kameraden. Aber es handelt sich hier um ein fatales Sicherheitsvergehen. Falls die Spannungen zum Krieg führen, kann uns Captain Eisen durch das Weitergeben von Daten schwer schaden. Die Konföderation hat Sie noch nie dringender gebraucht. Kennen wir Ihren Kurs? Unglücklicherweise ist uns das Ziel, das die Verräter anfliegen, nicht bekannt. Ich habe Ihnen diese Flügelmänner zugeteilt. Ihre Flieger sind startklar. Sie müssen William Eisen zurückbringen. Sir, da Captain Eisen diesen Schritt unternommen hat, ist es unwahrscheinlich, dass er freiwillig... Tun Sie, was Sie für nötig halten, Colonel. Captain Eisen darf auf gar keinen Fall in den Grenzwelten ankommen. Er muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln daran gehindert werden. Sie dürfen wegtreten.
Schieße nicht auf den Captain. Ich gehe mit ihm. Sind Sie dabei? Ich wusste, das war Frau Rauber geworden. Los geht's. Kämpfen Sie für die gute Sache. Ich komme auch mit, Sir. Colonel, Sie folgen uns besser. Sonst werden Sie noch den Zug verpassen. Lösen und angreifen. Los geht's, Colonel. Zeit, meinen Soll zu verdienen. Verdammt. Ich steige aus. Ich glaube, Paulsen wird uns nicht so einfach ziehen lassen. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Schicken Sie einen Suchtrupp, ich steig aus. Was aussteigen, Sir? Lösen und angreifen. Los geht's, Colonel. Sie ist vollkommen zerstört. Lösen und angreifen. Zeit, meinen Soll zu verdienen. Vorstellen, was es für mich bedeutet, dass ihr Jungs beschlossen habt, mitzukommen. Wir landen auf der BWS Intrepid. Bei der Konföderation sind sie jetzt sicher nicht mehr willkommen. Beeilen Sie sich. Wir springen, wenn sie gelandet sind. Und vielen Dank. Schwierigkeiten. Wir hatten überraschenden Besuch von einer konföderierten Flugfregatte. Das ist Colonel Jacob Manley. Ich bin Colonel Farnsworth. Ich habe von Ihnen gehört. Das sind Panther und Hawk. Vom Astoria-System. Ja, richtig. Sie sind das berühmte Herz des Tigers. Ja. Ich würde mich gerne mit Ihnen weiter unterhalten, aber hey, nicht nachlassen! Wir haben ein paar Probleme hier an Bord. Schon gut. Führen Sie uns zu Captain Dominguez. Er erwartet mich bereits. Captain Dominguez war auf der Brücke, als wir uns angriffen. Er ist tot. Keiner, der auf der Brücke oder in den Schlafräumen war, hat überlebt. Zwei Drittel unserer Crew ist... nicht zu fassen.
Captain Dominguez informierte uns über ihre Pläne. Ohne ihn ist ihre Abmachung ungültig. Wir müssen erst mit der Crew sprechen, ob sie einverstanden ist, dass wir sie aufnehmen. Hawk, Panther, wir brauchen Sie auf dem Oberdeck. Ein neues Feuer ist ausgebrochen. Wir reden später weiter. Komm mit, die können jeden Mann brauchen. Vor 40 Jahren kämpfte ich während der Venice-Offensive Seite an Seite mit Captain Dominguez. Jetzt ist er tot, getötet von Menschenhand. Wie konnte es nur so weit mit uns kommen? Ich habe gehofft, Sie könnten mir das sagen. Nachdem ich mich von den Konföderierten getrennt habe. Paulson sagte, Sie wären ein Spion. Detektiv, stimmt er. Wir sind alle leider nur einseitig informiert worden, glauben Sie mir. In den letzten paar Tagen habe ich einiges aufgezeichnet. Einsatzdaten, kodierte Übertragungen und Flottenbewegungen. Ich habe das ganze Material dabei. Vielleicht kann ich ja damit einen blutigen Krieg verhindern. Es fehlt der Zusammenhang. Ja, das Material ist nicht vollständig, aber eines weiß ich. Der Konflikt zwischen den Grenzwelten und der Konföderation wird von ein paar hohen Mitgliedern der Konföderation provoziert. Wieso sagten Sie mir nichts? Weil ich die Namen nicht kenne. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist vollkommen klar, dass ein Überlaufen nichts anderes als politischer Selbstmord ist. Das konnte ich doch nicht von Ihnen verlangen. Als die Zeit reif war, mussten Sie das selbst entscheiden. Ich habe mich entschieden, Sir. Ich werde es auch nicht bereuen. Gut, Colonel. Zurück können Sie sowieso nicht mehr. Ich gehe nach oben und werde den anderen helfen. Gute Idee, ich komme mit. Achtung, Alarmstab! Sieht aus, als wäre die TCS Lexington uns durch den Jumppoint gefolgt. Achtung, Alarm! Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held. Bist du tot?
gleich bist du tot. Benötige Landeerlaubnis. Hey, gute Arbeit, Colonel. Unteroffizier Valina Sosa, ich mache die Übertragungen. Und jetzt können Sie landen. Baue es jetzt ein. Na, wenn das nicht der Konföderierte ist, der jetzt auf unserer Seite kämpft? Mein Name ist Blair. Was für eine Überraschung. Der Name steht für Sieg, habe ich recht? Willkommen an Deck. Chefmechaniker Robert Sykes. Nennen Sie mich Pliers. Gern. Ich habe so einen Vogel schon lange nicht mehr gesehen. Zumindest nicht aus der Nähe. Haben Sie früher an vielen rumgebastelt? Oh ja, ich habe für Jungs wie Sie Kilrathi-Haare aus den Düsen entfernt. Ich könnte aus der Kiste was machen. Halten Sie mich bloß nicht für einen Dummkopf. Ich kann mit einem Schraubenzieher und einem Haufen Schrottware Wunder vollbringen. Ihnen bleibt doch gar nichts anderes übrig. Ja, ich werde den Vogel auffrisieren und zwar so, dass ihn die Ingenieure nicht mehr wiedererkennen. Der Opa sollte schon längst in Rente sein. Der alte Knabe weiß, was er tut. Von mir aus gern. Da draußen kann man nicht genug Hilfe haben. Ja, warten Sie ab, was ich alles drauf habe. Vertrauen Sie mir. Na, wo steht denn die verdammte Zahl? Ah, da ist sie ja. Nimm dir einen Stuhl. Das habe ich bereits, Lieutenant Sosa. Oh, Entschuldigung, Sir. Was haben Sie da? Wissen Sie, ich komme mir langsam vor wie in der Steinzeit. Die meisten Geräte sind defekt. Ich muss zu prähistorischen Mitteln greifen, um die Daten zu entschlüsseln, die Captain Eisen mitgebracht hat. Tja, Sie sind also eine Meisterin des Dechiffrierens. Naja, ja, Sir, ich meine, ich will nicht angeben, aber ich gehöre zu den Besten. Toll. Was steht da? Eine Menge. Ich werde viel Zeit dafür brauchen. Eins ist sicher. Die Konföderation hat Dreck am Stecken. Das geht daraus eindeutig hervor. Hier war also mal die Brücke. Weiter oben waren die Schlafräume. Was für ein Schicksal. Im Schlaf überrascht.
Ich bin hoffentlich im Cockpit, wenn's mich erwischt. Ich bitte Sie, was sind das für traurige Worte? Niemand zweifelt daran, dass Sie als Held sterben. Ich weiß nicht. Die Seite, die wir gewählt haben, hat einen langen Weg vor sich. Sehen Sie doch das Positive. Jetzt kann Ihnen Ihre Beförderung, die endlich von der Konföderation genehmigt wurde, egal sein. Meine Beförderung? Ich bin befördert worden! Die Konföderierten, das finde ich aber ungerecht. Ich finde, wir sollten jetzt verschwinden. Dieser Jump Point wäre ein guter Fluchtweg. Wir müssen bleiben und der Lexington so viel Schaden wie möglich zufügen. Damit treffen wir auch die Konföderierten. Ich kann Ihnen nicht recht geben. Es ist sinnlos, blind drauf loszuschlagen. Zu lange. Auf Sie verstehen nicht, was ich meine. Das ist typisch. Ruhe bitte. Sie haben beide recht und auch Unrecht. Ein Angriff auf die Lexington wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Ein möglichst schneller Rückzug wäre die bessere Taktik. Das ist richtig. Aber dieser Jump Point ist als Fluchtweg viel zu offensichtlich. Deshalb wäre der Silenus-Nebel die klügere Lösung. Auf jeden Fall bezweifle ich, dass uns die Lexington so mir nichts, dir nichts davonfliegen lässt. Es gibt sicher noch eine andere Gelegenheit, der Lexington oder sich selbst Schaden zuzufügen. Was denken Sie, Colonel? Ich denke, dieses Schiff braucht einen Captain. Ich werde mein Bestes geben. Schön, Sie wieder da zu sehen, wo Sie hingehören, Captain. Sie wissen doch, Colonel. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Aber nun zur Sache. Um weiteren Angriffen der konföderierten Schiffe aus dem Weg zu gehen, wird die Intrepid versuchen, durch diesen Nebel aus dem System zu entkommen. Ich will, dass Sie und ein Flügelmann vorausfliegen und das Gebiet von Feinden säubern. Haben Sie verstanden? Zu Befehl, Sir. Viel Glück. Ich habe diese Stormfire von einem zerstörten Piratenjäger abmontiert, den wir reingeholt hatten. Ältere Technologie, aber trotzdem nützlich. Feuert einen Haufen kleiner Projektile mit niedriger Dichte, aber dafür mit sehr hoher Geschwindigkeit. Erfasst dein Ziel und los geht's. Wäre die Reichweite nicht so kurz, würden wir sie heute noch benutzen. Versuch's mal und sag mir, wie sie dir gefällt. Stirb! Ein
Probleme, Sir. Feindziel zerstört. Gleich bist du tot. Verhandeln. Ich habe ein paar Schrammen. Kein Problem. Gleich bist du weg, du Abschaum der Grenzwelt. Nein! Feindziel zerstört. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Okay, gute Arbeit, Colonel, aber die Pläne wurden geändert. Wir entdeckten einen völlig neuen Jump Point, den unser Schiff in seinem jetzigen Zustand leichter bewältigen kann. Und jetzt können sie landen. Hier sind sie. Ja. Sie sehen aus wie eine Katze, die gerade einen Vogel samt Federn verschluckt hat. Vielleicht habe ich das ja auch. Die Jäger, mit denen ihr Jungs zu uns geflogen seid, das war eine leckere Mahlzeit für mich. Ich verstehe Sie nicht. Hab gerade alle Ersatzteile ausgebaut. Nun, er hat was drauf. Ich wusste, dass es mit ihm Ärger gibt. Nun, er hat was drauf. Was? Hoffentlich bauen Sie damit was Anständiges, Pliers. Darauf können Sie wetten. Fantastisch. Willkommen im neuen Schlafquartier. Ich habe nie was von einer Luxusunterkunft gesagt. Nichts für ungut, Sir. Aber wie können Sie jetzt Witze reißen? Gerade war ich noch ein Konföderiertenpilot. Jetzt mache ich Jagd auf Sie. Was ist nur los? Was machen wir hier? Alles zum Besten wenden. Und an welche Regeln soll ich mich halten?
Das Leben spielt sich nicht im Flugsimulator ab. Regeln ändern sich. Das müssen Sie möglichst schnell lernen. Hoffentlich war die Entscheidung nicht falsch. Wenn den Konföderierten gestattet wird, die Grenzwelten anzugreifen, dann wird's hier unangenehm. Das ist noch milde ausgedrückt. Manchmal ist die Stimme im Innern wichtiger als die Farbe der Flagge. Wir halten uns an die Leute, denen wir vertrauen können. Und Eisen ist einer der wenigen. Jetzt geht's los, Colonel. Die Lexington weiß wohl ziemlich genau, wo wir uns aufhalten, und wir fliegen herum wie eine nervöse Biene im Glas und sind eine leichte Beute. Ich wäre nicht überrascht, wenn Paulson in diesem Moment auf uns zusteuert. Es ist am besten, wenn Sie eine der Avengers für den Einsatz nehmen. Unsere einzige Fluchtmöglichkeit, ein Hintertürchen sozusagen, ist dieser Jump Point. Nehmen Sie sich 3 Flügelmänner Ihrer Wahl und geben Sie uns Geleitschutz, bis wir außer Gefahr sind. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht. Verhandeln. Lösen und feuern. Ich will zeigen, was ich kann. Zeit, meinen Soll zu verdienen. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Ich dulde keine Sentimentalitäten. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Wenn es die Lexington schafft, den Jump Point vor uns zu erreichen, dann sind wir alle erledigt. Schlägt wieder zu. Feindziel zerstört. Einer weniger. Einer weniger. Maniac schlägt wieder zu. Einer weniger. Feindziel zerstört. Mayday, Situation der Lexington kritisch. Mayday. Feindziel zerstört. Super Schutzer! Mission abgeschlossen! Super Schutzer! Ich kann nur sagen, dass wir froh sind, dass Sie auf unserer Seite sind. Sie können jetzt landen und beeilen Sie sich bitte. Wir wollen dieses System so schnell wie möglich hinter uns lassen, Colonel. Oh mein Gott, was für eine Katastrophe! Hören Sie auf zu jammern. Sie haben den Fehler gemacht, ihn nicht sofort umzulegen. Wen? Eisen oder den Colonel? Ich lasse Ihnen die Wahl. Was wird als nächstes passieren? Eine gute Frage, Captain.
Auf jeden Fall wird sich Ihre Lage ändern. Und meine Lage wird sich bessern. Es wird mir ein großes Vergnügen sein, das Herz des Tigers zu töten. Was gibt's da zu starren, Soldat? Und zu keinem ein Wort. Da ist es. Ja, Lieutenant, tatsächlich. Was ist da? Es gibt eine Lücke in den Daten, die ich von der Lexington mitbrachte. Für einen Zeitraum von 18 Stunden fehlen uns die Übertragungsdaten. Vor und nach diesem Zeitraum führten die Konföderierten Operationen durch, die wahrscheinlich mit dem Chemiker und dem Labor, das wir konfiszierten, zu tun hatten. Aber ohne die Übertragungsdaten ist das nicht sicher. Was fehlt, sind Trägergruppenpositionen, Flottenbewegungen, Dienstakten. Das Puzzle ist nicht komplett. Ja. Oh, ich hab eine Idee. Hier in Orestes gibt es eine Sendestation der Konföderierten. Sie umkreist den äußersten Planeten des Systems. Ja, ein Großteil der Konföderierten-Übertragungen kommt dort durch. Mhm. Hören Sie. Wir nehmen Kurs auf Orestes 9. Aye, aye, Sir. Suchen wir die Puzzlestelle. Yes, Sir. Sie sind ja ganz in Gedanken versunken. Es wird wohl nie aufhören. Was? Ich habe 7 Jahre gegen die Kirathi gekämpft. Danach dachte ich, die Menschheit ist endlich friedlich vereint. Und nun schieße ich auf Menschen, die unsere Verbündeten waren. Ich bitte Sie, Colonel, wir sind Piloten und können uns unsere Feinde nicht aussuchen. Wo haben Sie fliegen gelernt? Ich bin mit 17 von zu Hause weggelaufen. Ich schloss mich ein paar Privateers an. Bei ihnen lernte ich das Fliegen, und zwar von Grund auf. Ich ging zur Konföderation, als die Kirathi meine Heimat angriffen. Wie war's bei Ihnen? Ich, dachte, ich könnte mich raushalten. Außer fliegen kann ich nichts. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Wir müssten doch etwas viel Besseres finden, als Leute zu töten. Sie träumt. Klar, sollte man denken. Es wird aufhören. Kriege dauern niemals ewig. Dann glauben Sie, dass das Gute immer gewinnt? Ja, das muss ich. Ich fürchte, wir müssen unsere Pläne für die Sendestation auf Orestes 9 verschieben. Wir haben eben ein Notsignal von einem nahen Grenzweltenkonvoi empfangen. Offenbar hat der Grenzweltenkonvoi gegen das Konföderiertengesetz verstoßen. Und jetzt scheint es, als ob die Konföderierten in das Gebiet der Grenzwelten eindringen, um den Konvoi mit einer Fregatte und einem Zerstörer zu verfolgen. Machen Sie sich so schnell wie möglich auf den Weg. Der Konvoi ist sonst verloren. Zu Befehl, Sir. Viel Glück. Da hat sich Eisen heute was Schweres einfallen lassen.
genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten und war zu den Truppen der Grenzwelten übergelaufen. Ja, Sir.
bisher keine Probleme, Sir. Abgeschlossen. Wir sind Ihnen mehr als dankbar, Colonel. Vielen Dank. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen. Eine unserer BEKs. BEKs? Bemannte Einschleusungskapseln. Ein kleines Spielzeug, das ich vor einem Jahr aus einem konföderierten Testlabor entwendet habe. Nie davon gehört? Natürlich nicht. Es dauert ewig, bis die Kerle eine neue Technologie freigeben. Das liegt an deren Sicherheitsvorschriften. Das ist aber nichts für klaustrophobische Typen. Ja, sie ist ziemlich eng. Die Kapsel muss klein sein. Nur so kann man die Leute an Orte bringen, für die ein Shuttle zu groß oder zu auffällig wäre. Sehen Sie das? Darauf landet man am Ziel. Dann schneidet man mit einem Laser ein Loch rein und krabbelt raus. Wie wird sie abgeschossen? Wie eine Bilderkennungsrakete. Der drinnen ist, muss aber erst die Sicherung lösen. Dann ist er mit minimaler Steuerung auf sich selbst gestellt. Minimal? Genug, um ans Ziel zu kommen und so weit zurückzufliegen, dass man die Kapsel einholen kann. Das Ding wird an einer Aufhängung zurückgezogen. Dann kann man sie wieder abfeuern. Erstaunlich. Ich zeige Ihnen noch was. Die Kilrathi waren uns in der Tarnung immer überlegen, stimmt's? Dann wurde die Excalibur entwickelt. Bin leider nie an eine rangekommen. Also habe ich in meiner Freizeit rumgebastelt und dabei kam dieses kleine Ding hier heraus. Es kann sie nicht für eine Ewigkeit tarnen, aber es schützt sie vor dem feindlichen Radar. Gibt's irgendwelche Nachteile? Naja, nichts ist perfekt, richtig? Nummer eins, es braucht ein sehr seltenes Kristall mit einer kurzen Halbwertzeit. Es funktioniert also nicht sehr lange.
Das bedeutet, man verliert vielleicht die Tarnung zu einer verflucht ungünstigen Zeit. Und Nummer zwei? Nummer zwei. Es gibt nur eins davon. Ein Flügelmann, der ungetarnt ist, bringt nichts. Wer es benutzt, ist auf sich allein gestellt. Ich kann diesem Typ nicht vertrauen. Dieses Ding könnte sehr hilfreich sein. Ich bin begeistert. Ich werde es bald testen. Würde mich freuen. Passt jetzt gut auf. Kriegen Sie es mit der Angst zu tun? Ihr Einsatz? Oh, nicht mehr? Er will nicht mehr setzen. Sagen Sie mir, was Sie haben. Full House. Ich hab vier Königinnen. Vier Stück! Ich hab gewonnen. Damit haben Sie nicht gerechnet, was? Wow! Ja! Das darf doch nicht wahr sein, Vagabond. Doch, er hat gewonnen. Er ist nicht unbesiegbar. Maniac hat's bewiesen. Niemand ist das. Ja, ich weiß, ich bin ein großer Glückspilz. Die Glücksfee steht auf meiner Seite. Das finde ich gut. Vielleicht hätte ich schon früher überlaufen sollen. Ich kann es nicht fassen. Sie haben doch noch nie verloren. Also, wer ist der Nächste? Hey, hey, wo wollt ihr hin? Was ist? Ich weiß es mit Sicherheit, dass wir so nah an den fehlenden Daten sind wie noch nie. Ich bin bereit, Sir. Das Kommando der Grenzwelten schickt uns eine Einheit von Marines, aber sie können erst in 16 Stunden hier sein. Solange können wir auf keinen Fall warten. Fordern wir unser Glück heraus. Nun, das Ziel ist eine orbitale Sendestation, die von Geschützminen umgeben ist. Hier liegt unser Problem. Eine Radarboje, die zweifellos im ganzen System Alarm auslösen wird, wenn sie es nicht schaffen, sie schnell genug auszuschalten können. Und deshalb hoffe ich, dass Pleyers mit seiner Tarnung weitergekommen ist. Denn wenn sie an diesen Türmen vorbeikommen, können sie die Boje schnell abschießen und ihre Ladung abliefern. Wie bitte? Wie Sie wissen, hat Vagabond Spionageerfahrung. Er hat sich freiwillig gemeldet, um mit Lieutenant Sosa in die Station einzudringen. Mit den Einschleusungskapseln müsste es gelingen. Sie feuern die Kapseln über der Sendestation ab. Die beiden docken an, holen die Daten und Sie sammeln sie wieder ein. Weil die Mission wegen ihrer Wichtigkeit streng geheim ist, fliegen Sie ohne Flügelmann, verstanden? Das habe ich, Captain. Ich verlasse mich auf Sie. Denn ohne diese fehlenden Daten haben wir überhaupt nichts in der Hand. Viel Glück, Colonel. Viel Glück. Da hat sich Eisen heute was Schweres einfallen lassen. Startklasse.
habe zwei ziemlich üble Meldungen für Sie. Erstens, es fliegen Patrouillen auf Sie zu. Und zweitens, ich habe die Kristallhalbwertszeit falsch berechnet. Das bedeutet, die Tarnung wird bald nicht mehr funktionieren. Es tut mir sehr leid. Danke für den Flugpartner. Es hieß, es sind nur ein paar Sendetechniker hier. Sie werden sich verkriechen, sobald sie uns sehen. Ihr Grenzweltler wollt eine Kostprobe von mir haben? Ihr seid nichts weiter als armselige Waschlappen, Grenzweltler. Immer feste drauf. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten und war zu... Ich habe zwei ziemlich üble Meldungen für Sie. Erstens, es fliegen Patrouillen auf Sie zu. Und zweitens, ich habe die Kristallhalbwertszeit falsch berechnet. Das bedeutet, die Tarnung wird bald nicht mehr funktionieren. Es tut mir sehr leid. Danke für den Flugpartner. Es hieß, es sind nur ein paar Sendetechniker hier. Sie werden sich verkriechen, sobald Sie uns sehen. Immer feste drauf. Ihr seid nichts weiter als armselige Waschlappen, Grenzweltler. Wir sind drin. Es gab einige Schwierigkeiten. Wir sind auf Wachen gestoßen, die gut bewaffnet sind. Die Information war falsch. Beeilen Sie sich! Ah, und noch mehr! Machen Sie schnell! Datenübertragung zu 60% abgeschlossen. 80%. Na los, komm schon! Datenübertragung abgeschlossen. Ich hab's! Laufen Sie mit eingezogenem Kopf da entlang. Ich werde Ihnen Deckung geben. Aha. Los! Kommen Sie! Was ist denn?
Tiger Bond ist tot, Sir, aber ich werde starten. Ziehen Sie mich bitte rein. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Alles klar, Junge. Kommen Sie rein. Wir sind hier, um uns von Lieutenant Winston Chang zu verabschieden. Er ist seinen Pflichten mit Herz und Verstand nachgekommen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich ein Kollege dieses Mannes war. Ich bin glücklich, weil er mein Freund war. Vagabond, möge deine Seele von Stern zu Stern wandern. Ihre Anwesenheit zur Taufe der Vesuvius wird ein großer Ansporn für die Crew sein, Senator. Sie ist ein beeindruckendes Schiff. Gibt es Neuigkeiten, was die Kämpfe mit den Grenzweltlern anbelangt? Ja, aber leider keine guten. Es geht um Verrat. Es ist wahrscheinlich, dass der große Held des letzten Kilrathi-Krieges übergelaufen ist zur Union der Grenzwelten. Blair? Übergelaufen? Es fällt mir schwer, das zu glauben, auch wenn er immer ein Hitzkopf war. Wer hat ihn dazu überredet? Was zum Teufel geht da draußen vor? Die Fakten, die ich sammeln konnte, sind nicht sehr informativ. Alles zerfällt. Das Zentrum hält nicht mehr. Bloße Anarchie ergreift jetzt die Welt. Die Besten haben Grund zum Zweifeln. Weil der böse Besitzer greift von uns und der Welt. Yates. Wissen Sie, wer hinter all den Problemen steckt? Eins steht fest, Senator. Die Grenzweltenmiliz wird von Tag zu Tag aggressiver. Wir müssen das ernst nehmen. Ich hätte nie gedacht, dass Blair so unüberlegt handelt. Verrat ist immer etwas Unverständliches. Wir müssen handeln. Die Zeit ist knapp, Admiral. In den Rat wurde inzwischen eine Kriegserklärung gegen die Grenzwelten zur Abstimmung eingereicht. Sie findet in 7 Tagen statt. Ein kompletter Bericht von Ihnen könnte diese Abstimmung entscheidend beeinflussen. Hoffentlich finden wir einen anderen Weg, als erneut Krieg zu führen. Schön wär's.
Ist das, was Sie wollten? Es war keine Zeit, es während der Aufzeichnung zu überprüfen. Leider reicht das noch nicht aus, um die Konföderierten für bestimmte Ereignisse verantwortlich machen zu können. Es gibt ungewöhnliche Bewegungen der Konföderierten und kodierte Meldungen. Für deren Entschlüsselung brauche ich noch etwas. Aber es gibt auch ganz normalen Funkverkehr. Sodass nichts Auffälliges zu erkennen ist. Uns bleibt kaum mehr Zeit. Falls der Rat dafür stimmt, den Krieg zu beginnen, wird das noch mehr Piloten das Leben kosten. Wie wär gebannt. Was meinen Sie, Maniac? Können Sie einen anständigen Kaffee machen? Es waren nur ein paar Spiele. Es war Zufall, dass ich einen Trumpf nach dem anderen hatte. Er hat gegeben, meistens jedenfalls. Maniac, Sie sind ein Idiot. Ich weiß. Wenn ich bloß nicht so damit geprahlt hätte. Das war falsch. Es war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Das habe ich nicht gemeint. Denken Sie, er hat seinen Lebenswillen verloren, nur weil Sie ihn im Kartenspiel besiegt haben? Es war zum ersten Mal. Boah, ist der schlecht. Ja, ja. Wir haben ein SOS-Signal empfangen. Von einem Konvoi, der sämtliche Grenzweltenschiffe in der Nähe um Hilfe anfunkt. Also ich weiß nicht, was Sie dort erwartet, wenn Sie dorthin fliegen. Darum seien Sie wachsam. Tja, der Konvoi verändert immer wieder seine Position. Wahrscheinlich versucht er vor dem, was ihm Schwierigkeiten macht, zu fliehen. Der letzte bekannte Standort war hier, bei diesen Koordinaten. Bringen Sie diesen Konvoi in den Schutz unseres Schiffes, Colonel. Ja, Sir. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel. Lösen und feuern! Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Immer feste drauf! Ziele können nicht erfüllt werden. In der Hölle wieder!
stark nach Hause. Ach, schau mal an, mein nächstes Opfer. Landeerlaubnis. Sie hatten leider kein Glück. Sie dürfen landen. Oh, eine Überraschung. Der Shinta, der Kilrathi, kommt an Bord. Viel Glück. Da hat sich Eisen heute was Schweres einfallen lassen. Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel. Lösen und feuern! Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Gute Arbeit, Colonel. Captain Eisen hat bereits mit dem Shinta der Kilrathi geredet. Er oder es plant jetzt an Bord zu kommen. Sie können landen.
Ah, Colonel. Ich brauche Sie wohl nicht miteinander bekannt zu machen. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Colonel. Wer hätte gedacht, dass sich unsere Wege erneut kreuzen? Das Weltall ist klein. Ich bedauere nur, dass diese schrecklichen Umstände daran schuld sind, dass wir uns begegnen. Seit wir gezwungen waren, vor Ihnen zu kapitulieren, Colonel, haben wir Carathy alles versucht, um den Frieden mit den Erdlingen zu bewahren. Melek und sein Konvoi bitten bis zu ihrem neuen Heimatsystem um Geleitschutz. Wir wurden in den letzten 48 Stunden von unbekannten Streitkräften angegriffen. Er brachte uns die Kopie des DR-Logs seiner Schiffe. Das muss die Waffe sein, die in Hellespont eingesetzt wurde. Das denke ich auch. Sehen Sie? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, mir auch. Als ich vor ein paar Jahren anfing, kam ein neuer Pilot auf mein Schiff. Er ist der einzige Mann im All, der diesen Trick beherrscht. Wie heißt er? Er wurde bald versetzt zum Geheimdienst der Konföderation. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber sein Codename war Cedar. Ich könnte in der konföderierten Datenbank nachsehen. Nein, das hätte keinen Sinn. Wenn die Jungs vom Geheimdienst eine Identität wahren wollen, dann schaffen sie das auch. Sie sprachen damals über ein GO-Programm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wünschte, ich könnte das Schwein vor mein Visier kriegen. Nichts für ungut, aber mit dem sollten Sie sich nicht anlegen. Er ist eine Spitzenkraft. Melek, ich würde die Aufzeichnung gern behalten. Das und die Daten, die wir beide gesammelt und entschlüsselt haben, müssten uns eigentlich reichen. Wir haben weniger als eine Woche bis zur Abstimmung im Rat. Wir treffen uns in 10 Minuten hier wieder. Es wird Zeit, aktiv zu werden. Ich nie im Leben geglaubt. All die Jahre, die vielen Missionen. Ich hatte 7 Jahre lang nur ein Ziel, Carathy zu töten. Und jetzt helfen wir unseren ehemaligen Feinden. Verstehen Sie mich nicht falsch, Sir. In meiner Jugend wünschte ich mir nichts mehr, als gegen die Carathy zu kämpfen. Glauben Sie, dass Captain Eisens Entscheidung richtig war? Sehe ich aus, als ob ich allwissend bin? Weiß den Jungen zurecht. Cat Scratch, wissen Sie, was einen wahren Krieger von einem Killer unterscheidet? Der Krieger tötet nur, wenn er provoziert wird. Und was ist für einen Krieger wichtig? Notleidenden zu helfen, egal wer oder was sie sind. Sehr gut. Sie haben also meinen Rat befolgt und sich aufs Ohr gelegt. Tja, hat mir gut getan. Hören Sie. Ich werde mich bei dieser Carathy-Entwicklungshilfe nicht besonders engagieren. Ich halte es für Zeitverschwendung. Ich habe diese Biester immer bekämpft. Ich halte es immer noch für das Beste, sie zum Teufel zu schicken. Er hat's nicht verstanden. Ganz schön verbittert. Er hat's nicht verstanden. Hawk. Die Kilrathi haben zurzeit denselben Feind wie wir. Wenn wir für sie einen Kampf gewinnen, ist das auch ein Sieg für die Grenzwelten. Na gut. Sie sagen mir, wohin ich schießen soll, und ich drücke ab. Danke, Hawk. Ich zähle auf Sie. Ja. Wir springen bald in das Pasqual-System. Dort werden Sie sicher sein. Wie Sie ja wissen, Colonel, haben wir Carathy unsere gesamten Kriegsraumschiffe verschrottet. Gemäß den Bedingungen unseres Abkommens mit der Konföderation. Wir haben deshalb keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen. Wir werden Sie beschützen. Wieso wird jetzt schon wieder ein Krieg gegen uns geführt?
Meine Rasse stellt doch für euch wirklich keine Gefahr mehr dar. Was geschah mit den Erdlingen? Wollten sie nicht verzeihen und vergessen? Viele von uns wollen das immer noch. Bitte vergeben Sie mir, Karl. Ich wollte nicht den Mann kritisieren, dem ich eigentlich danken sollte. Ich wünschte, ich könnte Ihnen für Ihre selbstlose Hilfe einen Gefallen erweisen, Karl. Sehen Sie es als Revanche, Malek. Was bedeutet dieses Wort, Revanche? Das Wort, es bedeutet, eine Hand wäscht die andere. Vor einigen Jahren war ich Ihr Gefangener. Sie ließen mich frei. Meine damalige Entscheidung habe ich noch nie bereut. Das waren noch Zeiten. Es gibt doch etwas, was Sie tun könnten und was für uns eine große Hilfe wäre. Die zwei Schiffe, die uns angegriffen haben, benutzten eine Tarnung. Ja, richtig. Die Kilrathi waren uns, was die Tarnung anbelangt, immer einen Schritt voraus. Also, falls jemand unter Ihren Leuten ist, der darin Erfahrung hat, wäre mein Chefmechaniker glücklich, mit ihm zu reden. Sie schlagen mir eine sogenannte Hightech-Revanche vor? Gut, ich bin damit einverstanden, Colonel. Vielen Dank, Malek. Es wäre doch am besten, wenn wir diesen Maniac mit einer... Hör auf, der Captain ist Lieutenant? Hier. Sir? Danke. Es ist soweit, Colonel. Ich fliege ab. Persönliche Zustellung. Ich halte das für das Beste. In den vielen Jahren, die ich bei diesem Verein war, habe ich ein paar Kontakte zu hohen Tieren knüpfen können. Sobald die Konföderierten das gesehen haben, wissen sie, dass freilaufende Ratten unter ihnen sind. Können Sie ihnen trauen? Mir bleibt keine Wahl. Die Männer, die ich kenne, haben Einfluss im Rat. Das ist unsere einzige Chance, den Kriegsausbruch zu verhindern. Captain? Da ist eine Übertragung für Sie. Ah, Vize-Admiral Wilford. Sicher kennen Sie diesen Mann. Er ist während meiner Abwesenheit der Captain der Intrepid. Guten Tag, Colonel. Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Colonel, alles okay? Ja, es geht mir gut, Admiral Wilford. Sie waren doch bei der Konföderation. Ja, 40 Jahre. Ich kam in die Grenzwelten, um mich zur Ruhe zu setzen. Die Grenzweltler hat mich davon überzeugt, wieder zu arbeiten. Ja, das kenne ich, Sir. Sie werden alle Ihre Einsatzziele mit Admiral Wilford besprechen. Er ist ständig unterwegs. Ein Glück, dass er gerade in diesem System ist. Da fällt mir ein, Admiral, was geschah mit der Truppe Marines, die Sie schicken wollten? Man hat sie im Lennox-System gebraucht. Sie wissen ja, wir haben kaum Ressourcen. Sie müssten bald dort sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Der Admiral hält wohl nichts von langen Abschieden. Ich mache mich auch auf den Weg. Ich komme später wieder. Oh, nehmen Sie Ihre Hände weg. Wer war das? Glück, Sir. Ebenfalls, Colonel. Ich wünsche es euch allen.
Sind alle da? Dann fangen wir an. Ich werde während Captain Eisens Abwesenheit mein Bestes tun, um alles am Laufen zu halten. Falls Sie Vorschläge oder Beschwerden haben, kommen Sie damit zu mir. Meckern Sie nicht hinter meinem Rücken. Aber ich allein werde die endgültige Entscheidung treffen und dafür die Verantwortung tragen. Verstanden? Yes, ja, Sir. Natürlich, Colonel. Es ist schön, dass das geklärt ist. Vor uns liegt keine einfache Aufgabe. Wir haben gerade das Pasqual-System erreicht. Malek hat die Meldung erhalten, dass einer der Kilrathi-Planeten, Pasqual 10, angegriffen wird. Von Jägern, die Abzeichen der Grenzweltenunion haben. Wir wissen natürlich alle, dass sie nicht von Grenzweltpiloten geflogen werden. Ich glaube, dass auch diesmal wieder eine abtrünnige Gruppe von Konföderierten dahinter steckt. Die Kampfzonen befinden sich bei diesen drei Navigationspunkten. Ich werde sie mit zwei Flügelmännern säubern. Aber passen Sie auf, sie fliegen mit Schiffen, die wie unsere aussehen. Wir wollen auf keinen Fall Verluste durch Eigenbeschuss. Tja, das war alles. Wegtreten. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein.
nötige Landeerlaubnis. Hey, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich höre, die Kelrathi auf Pasqual 10 haben einen neuen terranischen Helden. Ausgezeichnet, sie können jetzt landen. Oh, das sieht aber lecker aus. Danke. Bitte. Colonel! Colonel! Setzen Sie sich doch. Nein, nein, danke. Ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Haben Sie dazu Zeit gehabt? Nein, im Ernst. Sie hatten recht. Ich finde es inzwischen auch richtig, den Kilrathi zu helfen. Ich war es, die ihn davon überzeugt hat. Gut gemacht, danke. Da fällt mir ein, Colonel, haben Sie im Zwischendeck den neuen Hausgast gesehen? Nein, aber das werde ich gleich nachholen. Nur weiter so. Sir? Sie der Boss? Ja, sowas ähnliches. Lieutenant Colonel Decker und Kompanie melden sich zur Stelle. Ich bin Colonel Blair. Ah, der Katzenkiller. Wo waren Sie? Wir haben Sie schon vor Stunden erwartet. Uns kam im Lennox-System was dazwischen. Ich hörte, Sie begleiten ein paar Katzen nach Hause. Ist das ein Problem für Sie? Sie sehen einen Repleter-Veteran vor sich, der aus einem Gefangenenlager entkam. Die Kelrathi hielten mich fest. Jahrelang. Aber dieser Krieg ist vorbei. Ja, jetzt steht uns ein neuer Krieg bevor. Ja, ich weiß. Es sind alles Experten, was den Nahkampf anbelangt. Der momentane Eindruck täuscht etwas. Hey, Freunde, aufgestanden! Na los, wird's bald! Wir sind einsatzbereit. Gut. Sie werden gebraucht. Also machen Sie sich fertig. Zu Befehl. Beeilt euch. Könnten sich darauf verlassen. Okay. Wir werden bald Maleks Heimat erreichen, eine kelrathische Basis. Wie ist Ihr Zustand? Ich habe vergeblich versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Völlige Funkstille. Ich habe keinerlei Antwort erhalten, Sir. Mit anderen Worten, wer oder was da unten ist, wissen wir nicht. Da die Marines endlich eingetroffen sind, machen wir Folgendes. Ich nehme zwei Flügelmänner und säubere das Gebiet. Die Basis befindet sich am zweiten Navigationspunkt. Sobald wir das Gebiet gesichert haben, senden wir Decker und seinen Männern ein Signal. Sie werden dann zur Basis fliegen. Wir geben ihnen Geleitschutz. Malak folgt im eigenen Shuttle. Sobald er gelandet ist, eskortieren wir die Marines zur Intrepid zurück. Diese befindet sich dann nahe dem aus dem System führenden Jump Point. Und denkt immer daran, da draußen könnten weitere vom Feind geflogene Grenzweltenschiffe sein. Alles verstanden? Wegtreten! Jetzt müssen wir uns verabschieden, Malak. Mein Hai wird an dem neuen Bild, das ich vom Herz des Siegers gewonnen habe, sehr interessiert sein. Möge es immer so bleiben, mein neuer Freund. Ja.
Gesellschaft! Lösen und angreifen! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und angreifen! Ich ziehe los! Bin ich in der Hölle wieder! Bin ich in der Hölle wieder! Hier scheint alles ruhig zu sein, Colonel. Sollen wir die Shuttles rufen? Hier scheint alles ruhig zu sein, Colonel. Sollen wir die Shuttles rufen? Noch nicht. Alles ruhig, Sir. Sollen wir die Shuttles rufen? Noch nicht. Alles ruhig, Sir. Sollen wir die Shuttles rufen? Noch nicht. Alles ruhig, Sir. Sollen wir die Shuttles rufen? Noch nicht. Alles ruhig, Sir. Sollen wir die Shuttles rufen? Ja, los doch. Ihr Weg ist frei, Decker. Wir kommen mit der Lieferung, Boss. Lösen und angreifen! Nein, Sir. Wo kam denn die her? Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Feindziel zerstört! Was ist der Status? Wir sind in Schwierigkeiten. Die Katze ist wieder zu Hause, Boss. Wir hauen ab. Seien Sie versichert, ich werde Ihnen mein Leben lang dankbar sein, Herz des Tigers. Mission abgeschlossen. Ich bitte um Landeerlaubnis. Ah, gut gemacht, Colonel. Sie können landen. Kam eine wichtige Meldung des Admirals. Lassen Sie hören. Ja, sofort, Sir. Colonel, ich erhalte beunruhigende Nachrichten aus dem Pelos-System.
Wir verlieren dort Schiffe, aber weit und breit sind keine Feinde zu orten. Ich möchte, dass die Intrepid dorthin fliegt. Peleus ist lebenswichtig für uns. Das System ist unsere größte Treibstoffquelle und unser wichtigster Stützpunkt. Verlieren wir Peleus, können wir keinen Sieg davon tragen. Sie haben ihn ja gehört. Ja, Sir. Ich gebe bereits die neuen Koordinaten ein. Sind im Peleus-System, Captain. Das verstehe ich nicht. Was ist, Lieutenant? Schilde aus, Radare aus, Sensoren aus und Zielsystem aus. Notsystem einschalten. Jetzt sind wir wehrlos. Kursumkehr. Verstanden, Sir. Vielleicht können wir aus dem Störbereich fliegen. Na, großartig. Jetzt darf ich blind fliegen. Ich muss mich durchwühlen wie diese widerlichen Sandwürmer auf Isis 7. Sie haben doch Augen, oder? Willkommen in Peleus. Kann ich noch von der Reise zurücktreten? Uns aus dem Bereich des Schwarzen Lochs zurückziehen, Sir, aber leider sind wir immer noch halbblind, so sieht es aus. Ich sehe keinen anderen Weg. Kampfpatrouille ist angesagt. Das ist reiner Selbstmord, nein! Eine ganze Flotte könnte da draußen auf uns warten. Ohne Radar, ohne Schilde? Und wenn wir kein Zielsuchsystem haben, dann können wir nur noch Dart-Raketen einladen. Okay, irgendwie wurde dieses System abgeschottet. Wir müssen das wieder rückgängig machen. Na los! Die Schutzschilde nicht funktionieren, haben wir die Panzerung verstärkt. Am besten, Sie leiten die Schildenergie auf die Triebwerke um. Bei dem Extragewicht werden Sie sie brauchen. Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass sie uns bald nicht... Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Diese Kerle tauchen aus dem Nichts auf, Colonel, und die Störsender scheinen ihn nicht auszumachen. Lösen und feuern! Wir haben Gesellschaft! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Schutz, Sir!
Komm schon, kämpf wie ein Mann. Gleich bist du tot. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht soll ich heute mit denen verhandeln. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistung. Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass wir uns bald nicht... Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Feindziel zerstört! Verhandeln. Zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz.
haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und angreifen. Ich ziehe los. Ich zieh dich in der Hölle wieder. 1-0 für die Guten. Zerstört. Hier scheint alles ruhig zu sein, Colonel. Sollen wir die Shuttles rufen? Ja, los doch. Ihr Weg ist frei, Decker. Wir kommen mit der Lieferung, Boss. Wo kam denn die her? Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Super Schutzer. Was ist der Status? Leichte Schäden. Die Katze ist wieder zu Hause, Boss. Wir hauen ab. Seien Sie versichert, ich werde Ihnen mein Leben... Ich bitte um Landeerlaubnis. Ich glaube, Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass wir uns bald nicht... Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter.
Kerle tauchen aus dem Nichts auf, Colonel, und die Störsender erscheinen ihnen nichts auszumachen. Lösen und feuern. Wir haben Gesellschaft. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Aus der Totenzone kommen feindliche Streitkräfte, Sir. Ich sende Ihnen die neuen Koordinaten. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es könnte sein, dass wir bald nicht... Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört! Superschutzer! Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Diese Kerle tauchen aus dem Nichts auf, Colonel, und die Störsender scheinen ihnen nichts auszumachen. Lösen und feuern! Wir haben Gesellschaft! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Zerstört!
Sir. Mein Ziel zerstört. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Aus der toten Zone kommen feindliche Streitkräfte, Sir. Ich sende Ihnen die neuen Koordinaten. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Okay, ein Schiff mit Traktorstrahl ist gleich unterwegs, um die Kapsel zu holen, Sir. Bewachen Sie sie, bis das Schiff dort ist. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Feindziel zerstört. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Ich bin froh, dass es Sie nicht erwischt hat, Colonel. Wir sind sehr gespannt, was der gefangene Pilot zu sagen hat. Sie dürfen jetzt landen, Sir. Wer verursacht die Störung? Für wen arbeiten Sie? Welche Art Störung ist es? Wie viele Raumschiffe sind dort? Raus mit der Sprache! Wie viele Raumschiffe sind dort stationiert? Ich werde Ihnen nichts verraten. Hören Sie auf, verlieren Sie nicht die Nerven! Ich bitte Sie. Sie gehören jetzt zu denen? Sie haben mir schon mal geholfen. Ja? Diesmal sieht die Sache anders aus. Ich bin ihm was schuldig. Wie wär's, wenn Sie sich erst mal beruhigen? Es wird Ihnen keiner was tun. Hier. Hören Sie, ich bin nur geflogen, weil ich dafür bezahlt wurde. Es ist nicht mehr so wie früher. Da hatte man auch andere Gründe. Da draußen werden täglich eine Menge Menschen getötet, die unschuldig sind. Erzählen Sie uns, was Sie wissen. Kann ich dann gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Suchen Sie das Großkampfschiff. Es wurde umgebaut, Sie. Sie würden sich wundern, es ist nicht wiederzuerkennen. Alle 6 Stunden ändert es seine Position. Ich zeige es Ihnen auf der Navigationskarte. Wenn alle Triebwerke aktiviert werden, dann müssen Sie die Tarnung ausschalten. Es steckt voller technischer Wunder. Ich weiß nicht, was Sie mit der alten Kiste zurzeit planen. Ich finde es widerlich, wie Sie damit alles vernichten. Richtig. Sie können bei uns mitmachen, wenn Sie wollen. Nein. Meine Zeit als Held ist vorbei. Das nächste Mal wäre es keine Rettungskapsel, sondern ein Sarg. Ich will endlich leben. Ich will dem Tod nicht mehr in die Augen sehen. Sie haben uns sehr geholfen. Wirklich. Wir lassen Sie jetzt frei. Danke. Kommen Sie.
einfach. Sind alle da? Fangen Sie an. Das haben wir in der letzten Stunde empfangen. Colonel, ich hoffe, Sie empfangen dies. Ich musste leider alle Transporte durch das Pylos-System stoppen. Eine Katastrophe für die Grenzwelt. Sie sind unsere letzte Hoffnung, das System und seine Ressourcen zurückzuerobern. Wenn Sie es nicht schaffen, dann ist alles verloren. Viel Glück. Jetzt, da wir unser Ziel und seinen Kurs kennen, sind unsere Erfolgschancen ziemlich gut. Das Störsenderschiff muss vernichtet werden. Das geht nur auf einem Weg. Was? Nur mit Dart-Raketen? Da muss jeder Schuss sitzen. Manche von uns können zielen, Maniac. Wir verlassen uns nicht auf unser Glück. Also los, Leute. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Viel Glück da draußen. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Auf und stirb! Mein Ziel zerstört! Das ist vielleicht leicht? Mein Ziel zerstört! Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mission abgeschlossen. Feindziel zerstört. Zwei unbekannte Flugobjekte in Sicht. Da verzieht sich jemand aber verdammt schnell. Wäre gut zu wissen, wer deine Fliege macht.
Die Langstreckenkommunikation ist noch nicht voll da, Sir. Aber wenn Sie kurz warten, ich habe den Colonel gleich erreicht. Ich bekomme doch mein Geld nicht fürs Warten. Der Colonel hat den Weg freigeräumt, jetzt muss ihn jemand benutzen. Ja. Funktioniert jetzt wieder alles, Colonel. Was ist los? Ist Ihnen ein Geist begegnet? Nicht zu fassen, wen Decker hergebracht hat. Decker? Wovon reden Sie, Mann? Unglaublich. Sehen Sie im Zwischendeck nach, im Lagerraum. Da hat ihn Decker untergebracht. Ich kann niemandem sagen, wie verzweifelt ich war und verletzt, als ich von Ihrem Überlaufen hörte. Wir befinden uns noch nicht im Krieg, Admiral. Ich sehe das eher als eine neue Arbeitsstelle. Wir führten auch nicht immer einen Krieg gegen die Kilrathi. Und trotzdem gab es immer zwei Seiten. Überlaufen war die einzige Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Sie waren ein Symbol für alle Werte, die der Konföderation wichtig waren. Sie können doch sicher verstehen, wieso mich Ihre Verhaltensweise zutiefst erschüttert hat. Wir haben die Verantwortung für dieses riesige Weltall. Ist deshalb kein Platz mehr für Loyalität? Ich sehe das anders. Es sind die Konföderierten, die nicht mehr loyal sind, Sir. Sie verursachen doch diese Schwierigkeiten. Irgendjemand will unbedingt einen Krieg vom Zaun brechen. Ja. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich glaube, dass Ihre Ansichten über diese Sache größtenteils der Wahrheit entsprechen. Und genau aus diesem Grund bin ich auch hier. Es sind Putschisten, mit denen wir zu tun haben. Abtrünnige, die innerhalb der Konföderation Unruhe stiften wollen. Ja, einer von ihnen ist ein erstklassiger Pilot. Sein Codename lautet Seether. Es überrascht mich nicht, dass Sie auf ihn gestoßen sind. Die Tatsache, dass ich selbst hier bin, dürfte Ihnen zeigen, wie schwierig die Verhandlungen geworden sind. Jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, ist nicht einfach. Während des Krieges gab es viele geheime Projekte. Zum Beispiel die Versuche, die Kilrathi zu eliminieren. Viele der Projekte waren so geheim, dass selbst ich erst jetzt Einblick erhalte. Wie das GO-Programm? Das genetische Optimierungsprogramm, ja. Ein paar Idioten glaubten wirklich, man könne den perfekten Krieger züchten. Ist Seether ein Produkt dieses Programms? Ich weiß es nicht. Es wurde abgeschlossen, lange bevor ich davon Wind bekam. Auf jeden Fall dachte ich, dass ich den Mann hier erwischen könnte. Wir bekamen die gleichen Berichte über die Störsender. Ich versichere Ihnen, das war nicht vom konföderierten Hauptquartier autorisiert. Diese Geheimbasis war zu dem Zeitpunkt, als ich eintraf, schon leer. Sie wissen nicht zufällig, wo sich dieser Seether zurzeit aufhält. Nein. Aha.
Das ist schade. Uns wird die Zeit knapp, Colonel. Uns? Uns beiden, ja. Wir beide wollen doch den Kriegsausbruch verhindern. In der Konföderation gibt es immer noch einen Platz für Sie. Wir sind auf der gleichen Seite, Colonel. Das war schon immer so. Da bin ich mir nicht so sicher, Admiral. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wofür die Konföderation steht. Aber die Menschen, hier auf diesem Schiff, die kenne ich. Denen vertraue ich. Falls der Krieg ausbricht, werde ich auf dieser Seite sein. Bedeutet das, dass ich Ihr Kriegsgefangener bin? Ich schulde ihm was. Ich schulde ihm nichts. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, der Krieg ist bereits ausgebrochen. Mir bleibt deshalb leider keine Wahl. Ich lasse Sie nicht frei. Was gibt's? Admiral Tolvan ist entkommen. Was? Wie? Weil, ich den Mann freiließ. Sie haben was? Er ist der Admiral und ich habe lang unter ihm gedient. Ach. Ist Ihnen klar, wie die uns einheizen würden, wenn die erstmal rausgefunden hätten, dass wir den Admiral gefangen halten? Er ist Ihr Freund. Er kennt jetzt unsere Position und was wir vorhaben. In Ordnung, dann hab ich Scheiße gebaut. Er kann nicht weit sein, fliegen wir ihm nach. Und was dann? Ihn abschießen? Das würde den Krieg bedeuten. Wir müssen wohl mit dem, was Sie uns eingebrockt haben, leben. Dafür werden wir noch büßen müssen. Das kam gerade rein. Colonel, wir werden in zwei verschiedenen Systemen Aktionen durchführen müssen. In Circe müssen wir der Grenzweltenregierung in einem erbitterten Bürgerkrieg helfen. Er wurde von irgendwelchen Unruhestiftern angezettelt. Söldner, die wahrscheinlich von Leuten aus der Konföderation unterstützt werden. Tausende unschuldiger Zivilisten mussten sterben. Hawk hat recht. Niemand von uns. Wer braucht. Ich schulde. Da es noch kein offizieller Kriegsausbruch ist, werden Sie freigelassen. Ich hoffe, es stimmt, Admiral. Und wir sind wirklich auf der gleichen Seite. Thank you.
Wieso haben Sie ihn entkommen lassen? Wir sind nicht im Krieg, Decker. Was? Ich hab da draußen Kopf und Kragen riskiert. Ich bin der Meinung, Boss, jeder der Konföderierten ist unser Feind. Und ich bin der Meinung, dass Sie erstens keinerlei Befehl hatten, das zu tun. Und zweitens ist es meine Entscheidung, wer hier Kriegsgefangener ist. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Ich finde es sehr verdächtig, dass Ihr Freund, der Admiral, verschwinden wollte. Ist Ihnen klar, was für ein Sturm über uns losbrechen würde, wenn wir ihn festgehalten hätten? Da haben Sie recht. Vielleicht. Ich bin davon überzeugt, dass Sie diese Entscheidung irgendwann nochmal bereuen werden. Ist das eine Prophezeiung oder eine Drohung? Nur eine Feststellung. Von jemandem, der zu oft eins auf die Rübe bekommen hat. Das kam gerade rein. Colonel, wir werden in zwei verschiedenen Systemen Aktionen durchführen müssen. In Circe müssen wir der Grenzweltenregierung in einem erbitterten Bürgerkrieg helfen. Er wurde von irgendwelchen Unruhestifter angezettelt. Söldner, die wahrscheinlich von Leuten aus der Konföderation unterstützt werden. Tausende unschuldiger Zivilisten mussten sterben. Die andere Operation wird im Speradon-Sektor stattfinden, der ebenfalls zu den Grenzwelten gehört. Eine konföderierte Raumschiffwerft läuft dort wegen dem möglichen Kriegsausbruch auf Hochtouren. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht groß und Sie wissen ja, wie dringend wir Schiffe brauchen. Ich wünschte, Sie könnten beide Operationen übernehmen. Da das nicht möglich ist, überlasse ich es natürlich Ihnen, die Wahl zu treffen. Sie haben gehört, was er sagte. Unschuldige Zivilisten werden in Circe getötet. Die Wahl ist klar. So klar ist es auch wieder nicht, Colonel. Wir können ohne Waffen nicht gewinnen. Ein Kampf wäre nutzlos. Ich bin der Meinung, die Werft wäre genau das Richtige für uns. Panther hat recht. Hawk hat recht. Panther hat recht. Hawk hat recht. Panther hat recht. Wir können die Zivilisten nicht im Stich lassen. Wir müssen angreifen. Kurs auf Circe. Aye, aye, Sir. Ich kenne keinen Piloten, der einen 60-Kilo-Turnister bei doppelter Schwerkraft über 30 Kilometer schleppen könnte. Wenn es drauf ankommt, seid ihr Schwächlinge. Wir sind Schwächlinge. Jetzt erzähle ich dir mal ein Beispiel. Ich habe mal einen von den Marines mitgenommen. Ich packte den Knüppel, zog den Fliegerstahl nach oben und schaltete das Triebwerk aus. Während des Sturzes schaltete ich es wieder ein, machte ein paar Fassrollen und ein paar Flugrollen, nur um mich aufzuwärmen. Der Kerl hinter mir war ohnmächtig geworden und hatte sich von oben bis unten vollgekotzt. Nur weil ich auf 5G ging. Wer bei der Raumfahrtakademie durchfällt, kommt zu den Marines. So ein Quatsch. Ihr sitzt im Cockpit, weil ihr keinen Nahkampf durchhalten würdet. Da habe ich aber was völlig anderes gehört. Euch Marines fehlt sein Durchhaltevermögen. Ach was, wir Marines halten ganze Nächte durch. Im Nahkampf aber nicht, Junge. Soll ich dir vielleicht das Gegenteil beweisen? Worauf wartest du? Ganz komm schon. Wie du willst. Komm schon. Das muss ich sehen. Maniac kriegt eins auf die Schnauze. Das muss ich sehen. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Danke für Ihre Hilfe, Colonel. Wer sich sowas einbrockt, muss es auch auslöffeln. Ich hab gedacht, wir Piloten halten zusammen.
Ich verteidige nämlich unsere Uniform. So, Sie bringen Schande über Sie, würde ich eher sagen. Sie werden ja sehen, wie viel Hilfe Sie bekommen, wenn wir das nächste Mal fliegen. Gut. Sind alle hier? Colonel, ich bin in Circe und kommandiere unsere Aktion. Circe 5. Die blutigsten Kämpfe, die ich seit der Schlacht von Repleter erlebt habe. Es gibt hier eine Menge zu tun. Dann schießen Sie los, Admiral. Die Söldner haben eine Panzeroffensive gestartet. Ihr Ziel ist das nördliche Kontrollzentrum der legitimen Regierung. Dort werden die Kappen des Polareises kontrolliert. Die Zerstörung des Zentrums würde eine gewaltige Flutwelle auslösen. Auf Circe 7 wurde kürzlich ein chemischer Angriff ausgeführt. Deshalb evakuieren wir die Bewohner. Die meisten unserer Schiffe sind zu groß, um auf dem Planeten zu landen. Deshalb benutzen wir Raumfähren, um die Leute wegzubringen. Ohne Geleitschutz ist das gefährlich. Und noch was. In einer Meldung heißt es, feindliche Streitkräfte sammeln sich in der Nähe eines Jump Points. Es ist nicht ersichtlich, was die Feinde planen. Sie bekommen von mir Daten und aufgezeichnete Einsatzbesprechungen für jede Mission. Ich überlasse es Ihnen, Colonel, die Wahl zu treffen. Sie müssen entscheiden, was Sie tun werden. Viel Glück. Zu einem Jumppoint führen, ist es zu starker Feindaktivität gekommen. Unsere Daten sind unvollständig. Wir wissen nicht, was dort vorgeht. Die feindlichen Schiffe ändern häufig ihre Position. Seien Sie deshalb bei jedem Navigationspunkt auf der Hut. Machen Sie mit den Feinden kurzen Prozess. Sie sind nichts als gemeine Verbrecher. Zeit, den Sold zu verdienen. Thank you.
Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Pleiers so alles kann. Thank you.
weitere Nachrichten. Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi. Portion zu gehen. Sterb, ihr Halbmensch. Wir haben Gesellschaft. Lösen
Schießen und Feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Verhandeln. Abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Ah, gute Arbeit, Colonel. Sie können landen. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Worum geht es, Panther? Um Ihren Freund, den mit den überaktiven Drüsen. Ach, Maniac. Er scheint die Wörter kein Interesse und nein nicht zu verstehen. Er ist kaum zu ertragen. Ich kenne Maniac nur allzu gut. Wenn Sie nichts dagegen unternehmen, dann tue ich es. Und das wird für ihn schmerzhaft. Wäre nicht schlecht, doch ich kann's nicht zulassen. Maniac muss sich selbst helfen. Ich bin dafür, dass Sie diesem Kerl eine Lektion verpassen können. Wenn Sie das wollen. Menschen benutzen wir Fregatten, da wir es sonst unmöglich schaffen würden. Diese großen Schiffe können nicht auf der Planetenoberfläche landen.
Deshalb haben wir ein Shuttle-System eingerichtet, um die Flüchtlinge zu den Schiffen zu bringen. Diese Shuttles sind während des Hin- und Herfliegens leicht angreifbar. Wir möchten, dass sie ihnen Geleitschutz geben. Diese Menschen haben bereits genug Probleme. Sie müssen nicht auch noch Zielscheibe für den Feind sein. Also los, Leute. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Super Schuster. Systeme fallen aus. Verdammt! Ich stürze ab! Danke für die Eskorte, Colonel. Super Schuster! Freut mich, Sie zu sehen, Colonel. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Hallo, Colonel. Verbindung bestätigt. Weiter mit Autopilot. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Ah, gute Arbeit, Colonel. Sie können landen.